Hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, das ist jetzt so noch ein kleines, was mache ich jetzt dazwischen? Weil der Grund, warum Leo und ich, warum dieses Zimmer überhaupt, warum ich überhaupt den ganzen Aufwand betreibe, ist ja, weil das Zimmer hier drin, also hier, wo ich jetzt bin, da wird diese Wand hier, ja, die da, die wird so knalleheiß, weil die direkt ans Dach geht und die Sonne ausgerechnet von der Seite auch noch aufs Dach drauf scheint und da ja nur eine 1 cm Isolierung drauf ist. Und wie wir ja jetzt in meinem letzten Video gelernt haben, hilft es erst ab 5 cm. Also ist da die ganze Wand immer im Sommerhalbjahr knalleheiß und dadurch kriegst du die Hitze auch nicht aus der Wohnung. Und ja, oder besser gesagt aus dem Zimmer und deswegen kann ich hier drin fast nicht sein. Da kann ich auch nicht atmen oder so. Also war das Ziel, dass ich das neue Zimmer, am besten war meine Hoffnung, dass ich das schon diesen Sommer beziehen kann. Wird aber nicht ganz 100% klappen. Was aber mit 100%iger Sicherheit klappen wird, ist, dass das Zimmer bis im Juni dann so weit frei ist, dass man da schon mal drin sein kann, im Sinne von, dass ich vielleicht ein Sofa reinstelle oder irgendwas und ein kleines Tischchen und dann dort mit Leo schon mal meinen Tag verbringen kann. Und dadurch, dass das so ist, hat sich bei mir folgende Überlegung aufgetan. Ich würde gerne mit meinem Sommer-PC einfach und Leo dann im Sommerhalbjahr erstmal in das Zimmer, in das Leere umziehen und da so eine Art Sommernest bauen. Ja, wie das genau aussieht und wie ich das genau machen will, weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht. Im Moment bin ich gerade am Überlegen, ob ich noch einen kleinen Tisch oder so da reinstelle und einen Stuhl oder ob ich das einfach wirklich so, wie es dann ist, lasse. Das sind alles so Sachen, wo ich jetzt gerade drüber so nachdenke. Aber weil gestern war das erste Mal in diesem Zimmer schon unerträglich heiß. Also da hatten wir 25 Grad und jetzt haben wir zwar 24, aber es war gestern so dämpfig. Das war nicht zu ertragen. Ja. Jetzt sind so die Fragen, die ich mir dann jetzt so langsam anfange zu stellen und die ich dann jetzt planen muss. Und ja, dann kann sich Leo auch schon mal das erste Mal in das Zimmer gewöhnen und vielleicht fludert er dann nicht ganz so arg, wenn es dann fertig wird und wir dann nach da drüben umziehen. Eigentlich ist es gar keine schlechte Idee, dass wir erst im dritten Halbjahr umziehen, dann hat das Zimmer auch Zeit auszuduften und alles. Ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall ist das jetzt gerade so Stand heute hier und jetzt der Plan. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder ihr meine E-Mail an diebell.read.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.